was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. So, da sind wir auch wieder mit Mafia. Wir waren jetzt reine Routine. Oder nur zur Erholung heißt er, glaube ich, hier. Gehen wir. Machen wir Radio direkt wieder aus. Oh. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Macht euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja, spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Gut. Du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Na. Interessant wäre jetzt, wenn du jetzt hier die Entscheidung treffen könntest, ob du Salieri darüber informierst oder nicht. Ich such das Work Squad. Sind wir jetzt schon da? Ja. Tja. Darf ich da reinfahren? So. Das ging ja erstaunlich einfach. Ich glaube, hier war der Treffpunkt früher. Ja, zwar irgendwie zu einer Seitengasse oder so. So. Das ging ja einfach mit dem LKW klauen. Gut. So. Wo sind die denn? Oh Gott. Quietsch, quietsch, quietsch.
Also ich habe jetzt bis jetzt noch keine Cops gesehen. Na gut, wenn Morella schlau ist, hatte. Ach, Morella ist auch schon. Wenn Salieri schlau ist, hat er sie jetzt geschmiert. Oder zumindest ein. Mit dem Polizeichef. So. Ah, da ist einer. Park dort drüben, Tom. Gut. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow. Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut. Verflucht. Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder Kamerun, so. Okay. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Eure Papiere? Ach, Mist. Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Hier, bitte. Willst du was? Was? Es ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hm. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Was war das? Was war was? Was? Könnte eine männliche Diskussion sein. Was? Was? Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Hm. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Okay. Du suchst nach Kamerun-Zigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, den 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Okay, wo muss ich hin? Okay, das haben wir schon mal geschafft. Oh Gott. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Mhm. Hoch. Kann sie da nicht hochklettern? Ich frage mich, ob die Schatten was ausmachen. Hab ihn gefunden! Was?
Was denn? Wo hat mich jemand gefunden? Wo hat mich jemand gefunden? Wo hat mich denn jemand gesehen? So. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Okay, ich muss auf jeden Fall da oben lang. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, das fehl am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in einer Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heuer nicht. Oh, was haben wir hier? Howie, ich habe eine Zigarrenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Kameruns, die wir von Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen. Viel Glück. Morgen früh. Das wird helfen. Schneller. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fets sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Okay, hier können wir uns frei drin bewegen. Okay, das haben wir. Nicht dahin. Kann man hier Türen wieder zumachen? Na, legen wir ihn hier hinten hin. Bohemia aus Kamerun. D2. Achso. Empire Bay Dream rum. Unversteuerte Bohemia. Zigarren. Unversteuert. Lagerort D2. Interessant. War hier was drin? Oh, hier ist was. Was ist das denn? Scheint wichtig zu sein. Alles nur Müll. Okay, doch nichts Wichtiges. Hier haben wir... Dringend. Wir sind auf unbekannte und wertvolle Schmuggelware aufmerksam geworden, die gerade in die Anlage des Zollamts von Lost Heaven durchläuft. Eine unverzügliche Untersuchung aller beschlagnahmten Waren ist unverzichtbar. Die Zeit ist knapp. Sollten keine illegalen Waren gefunden werden, können dadurch die strafrechtliche Verfolgung hier in Empire Bay scheitern. Detective Joseph Groove. Okay. Okay, da ist nichts. Können wir uns hier das Bildchen nehmen? Moretti. Wir waren nochmal Moretti. Kennen wir den?
nichts. Nee. Okay, jetzt müssen wir auch mal wieder einmal raus. Wie komme ich jetzt hier raus? Och, muss ich da durch den Eingang durch? Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich hätte doch einen Basie mitnehmen sollen. Ich guck mal, dass ich den doch hier ausschalte. Verstecken wir den auch mal. Ich frage mich, ob das jetzt hier ach Gott, Splinter Cell ist. Jetzt habe ich's. Wenn du einen Leiche nicht gut versteckst und du gehst zu weit weg, dann wird der Alarm ausgelöst. So. Gut. 44 habe ich angefangen aufzunehmen. Jetzt ist es 10.01 Uhr. Fast 20 Minuten, okay. Wo ist der Typ? Da ist er. Huch. So, den gehen wir auch im schnell verstecken. Pedel lässt grüßen, ey. Ja, ich habe noch jemanden zum Spielen für euch. Also es ist deutlich, deutlich aufwendiger als im Originalspiel. Deutlich aufwendig. Die Mission haben sie ordentlich aufgestellt. Der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüft jede Kiste, dann brechen wir sie auf. Es sind Hunderte. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. D2. Notiz lesen. Schiff, Fahrzeug, The Bohemia Schiff. Fracht, Zigarren und Tabak waren ursprüngliche Bestimmung Atlantic Import, Export Co. Holbrook. Grund für beschlagener Verdacht des Hafenmeisters. Unversteuerte Ware. Das wird helfen. Ja. Das wusste ich ja vorher schon. So. Du. So. Die habe ich. Sehr schön. Okay, ich bin offenbar gerade bei einem Kontrollpunkt angelangt. Ich könnte natürlich versuchen, die jetzt einfach nach und nach rauszunehmen.
Okay, der biegt da vorne ab. D2. A2, C2. Scheiße. Wo kommst du denn her? Gut, dann versuchen wir direkt zu D2 zu gelangen. 44. Mist. Der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüft jede Kiste, dann brechen wir sie auf. Das sind Hunderte. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Das wird helfen. D2. Da ist C2. Das ist auf der Seite hier. Oh. Kann er die so aufbrechen? Weder Zigarren noch Diamanten. Oh, hier sind Zeitschriften. Eine Crowbar. So. Okay, jetzt müsste eigentlich gleich da sein. Ich muss sie bald finden. D1. Hier ist D2. Huch, war ich das? Nichts. Tja. Hier auch nicht. Hier ist wahrscheinlich auch nichts drin. Oh Mann, jetzt reicht's. Dann sind sie wahrscheinlich. Ja, hier sind sie. Hier liegen überall Zigarren rum. Hab sie.
Ich hab doch ein Basie dabei. Hier ist der. Gut. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Ist das nur eine Kiste? Die haben sich um den Typen gekümmert, der Vorarbeiter. Sehr schön. Gut, dann mache ich jetzt gleich den Schritt. Das ist die letzte. Verschwinden wir. Drei Kisten nur? Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße! Hört ihr das? Los, Tom, gib Gas! Los, los! Mann, Tom, nicht gemütlich hier, oder? Durch das Tor! Durch das Tor? Okay, das Tor ist. Okay, gut. Wir machen dann hier einen Schnitt und machen beim nächsten weiter. Ciao.